was Jim Carrey oder sogar Angela Lansbury dazu geritten hat, in einem Film wie Mr. Poppers Pinguine mitzumachen, das werde ich wahrscheinlich nie verstehen. Mr. Poppers Pinguine ist ein eigentlich typisch amerikanischer Kinderfilm, der wenig für erwachsene Zuschauer zu bieten hat, der allerdings meiner Meinung nach auch wenig für junge Zuschauer zu bieten hat. Der Film ist nicht lustig, der Film ist nicht interessant, der Film hat keine Charaktere, sonst irgendwas, mit dem man sich möglicherweise identifizieren kann, mit dem man mit Lachen, mit Leiden, mit Weinen, mit sonst irgendwas kann. Das Einzige, womit man mit weinen kann, ist seine Zeit, die einem während dem Film einfach vom Leben abgezogen wird und die man nachher nicht mehr zurückbekommen kann. Es macht der Film aus storytechnischer Sicht eigentlich so gut wie gar nichts richtig, weil prinzipiell läuft er nach dem 0815 Klischeeschema ab, nur macht kaum eine Idee selbst in der Realität eines Kinderfilms ansatzweise irgendeinen Sinn, und wir vergessen dabei noch komplett den Faktor, dass es uns komplett egal ist, was in diesem Film passiert. Mr. Poppers Pinguin ist einer der belanglosesten, unlustigsten und uninteressantesten Filme, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Es gibt kaum einen Film, der einen mit so wenig Gedanken und Gefühlen zurücklässt wie dieser Film. Man könnte fast meinen, dass er nicht Gedanken dem Gehirn hinzufügt, sondern irgendwelche wieder abzieht. Sprich, dass man durchs Anschauen dieses Films tatsächlich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise blöder wird. Es ist nicht einmal ein Film, über den man sich ärgern kann beim Anschauen. Es ist nicht einmal ein Film, der dadurch zumindest auf irgendeine Trash-Art Spaß macht. Es ist einfach ein Film, der keinen Spaß macht, der nicht unterhält, der keine interessanten Charaktere hat, der meiner Meinung nach prinzipiell gar nichts zu bieten hat und vor dem ich jetzt einfach nur warnen kann.